Shiatsu ist eine Körperarbeit mit japanischen Wurzeln und es geht darum, nicht die Symptome in den Blick zu nehmen, sondern mehr die Ganzheit eines Menschen. Zentral ist die Berührungsqualität beim Shiatsu. Im Gegensatz zu einer Massage geht es nicht darum, irgendwelche Verspannungen und das Gewebe zu lockern, sondern wirklich einerseits sanft in der Anwendung, aber tief in der Wirkung Menschen zu erreichen. Mir wurde erzählt, dass es irgendeine Druckmassage ist und dass es sehr cool sein sollte. Es hat mich sehr gut entspannt und danach habe ich mich halt viel besser gefühlt als am Anfang. Ich war auch sehr positiv überrascht. Das war sehr angenehm, weil wenn man drückt dann ja so auf verschiedenen Punkten rum und das ist halt jedes Mal wie so ein kleiner Dopaminstoß durch den ganzen Körper, dann ist das so angenehm. Shiatsu habe ich 20 Jahre lang ausschließlich in der Psychosomatik ausgeübt und vor 4 Jahren kam der Impuls, dass es raus darf aus der Nische und sich mehr verbinden darf mit Aspekten der Hochleistungsmedizin. Das geht halt so, glaube ich, 45 Minuten. Dabei wird man in verschiedene Lagen gelegt, also in Rückenlage, in Bauchlage oder auch in Seitenlage. Da wird halt so bei mir zum Beispiel der Stress gelöst. Ist halt sehr locker und auch ein bisschen so freier und auch sehr, so mental sehr sortiert. Im Grunde können alle Menschen mit allen Krankheitsbildern profitieren. In erster Linie findet es im Moment in dem Kinderklinikbereich statt und in der Palliativmedizin.